Ja, hallo Leute! Heute mal wieder mit einem weiteren Video zum iAdvent Adventskalender. Alle weiteren Informationen zu dieser Aktion findet ihr in der Beschreibung. In diesem Video möchte ich euch heute die iPhone-App iTrack MyTime vorstellen. Mithilfe dieser App könnt ihr die Zeit, die ihr für verschiedene Aktivitäten braucht, messen und euch das Ganze dann in Statistiken und verschiedenen Diagrammen anschauen. Das Ganze kann für verschiedene Sachen sehr hilfreich sein und die App ist wirklich sehr praktisch. Also würde ich mal sagen, schauen wir uns die iPhone-App direkt mal genauer an. Im Prinzip handelt es sich bei iTrack MyTime um eine Stoppuhr, die ein Logbuch von Aktivitäten anlegt. Wenn man die App öffnet, kann man mit dem Start Tracking Button eine sogenannte Session starten. Danach kann man aus einer Vielzahl von vorgeschlagenen Kategorien die passende Aktivität auswählen oder eine eigene Bezeichnung eingeben. Mit Go wird nun die Session aktiviert und es wird angefangen, die Zeit zu stoppen. Natürlich kann man sein iDevice während der Tracking Session ganz normal weiter benutzen, solange die App im Hintergrund aktiv ist. Ist man nun mit seiner Aktivität fertig, drückt man ganz einfach auf Stop Tracking. Nun wird einem die genaue Uhrzeit angezeigt, in der man diese Aktivität ausgeführt hat. Hier hat man nun die Möglichkeit, die Zeit nochmals zu bearbeiten, falls zum Beispiel das Tracking nicht rechtzeitig begonnen wurde. Auf dem Homescreen gelangt man mit dem Listensymbol in den Activity Log. In dieser Übersicht werden einem alle Aktivitäten und die jeweils dafür verwendete Zeit angezeigt. Des Weiteren findet man eine kleine Übersicht der letzten Sessions auch auf der normalen Tracking-Ansicht. Hat man die App über eine Woche im Gebrauch, wird einem in dem Bereich Statistics eine wöchentliche, monatliche oder Gesamtansicht mit Diagrammen von seinen Aktivitäten angegeben. Wie ihr jetzt gesehen habt, funktioniert iTrack MyTime wirklich sehr einfach und ist auch echt schön designt, das muss man auch mal sagen. Ja, ein ganz praktisches Anwendungsbeispiel für iTrack MyTime ist zum Beispiel, wenn ihr irgendwo stundentechnisch arbeitet, das heißt euer Lohn wird nach Stunden abgerechnet und das ist dann wirklich sehr praktisch, wenn ihr iTrack MyTime habt. So könnt ihr immer, wenn ihr arbeitet, die App starten und habt dann am Ende des Monats eine schöne Statistik, wo ihr nachschauen könnt, an welchem Tag ihr wie viele Stunden gearbeitet habt. Das ist echt zum Beispiel ein praktisches Beispiel, aber auch ganz einfach fürs normale Time Management kann die App wirklich sehr hilfreich sein. Ja, kosten tut iTrack MyTime 1,79 € natürlich im iTunes App Store. Link dazu ist in der Beschreibung. Also, das war's auch schon hier von diesem Video. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.